Ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Herzlich willkommen hier im ersten Gottesdienst im Jahr 2021 in der Onkenkirche. Schön. 22, ich sag euch, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, aber ihr passt auf, das ist super. Also, herzlich willkommen im ersten Gottesdienst hier in der Onkenkirche im Jahr 2022. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass du da bist heute am Stream. Du bist herzlich willkommen und eingeladen, mit dabei zu sein. Der Gottesdienst, er steht unter einem Motto. Und bestimmt habt ihr es schon gelesen, ihr habt nämlich eine Karte bekommen. Und hier vorne ist es auch zu lesen für diejenigen, die richtig gute Augen haben. Es ist die Jahreslosung für dieses Jahr und sie steht in Johannes 6, in dem Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was für eine wohltuende Aussage am Anfang eines Jahres. Jesus sagt das. Und das gilt auch heute. Du bist willkommen. Gott lädt dich ein, Gemeinschaft zu haben. Hier mit uns und mit ihm. Und mit Gott möchte ich reden. Beten und ich lade dich ein, das zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Und wenn du magst, steh gern dazu auf. Du dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass du dieses Willkommen aussprichst. Danke dafür, dass du da bist und dass das auch für das Jahr 22 gilt. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir heute in diesem Gottesdienst nicht alleine sind, sondern dass du gegenwärtig hier bist, dass du reden wirst, dass du uns persönlich begegnen möchtest. Wir bitten dich, wirke du mit deinem Geist durch jedes einzelne Element, durch Lieder, durch Gebete, durch Predigt, im Abendmahl. Wirke du und zeige du uns, wie wichtig wir dir sind. Du bist uns wichtig. Dir gebührt die Ehre, dir gebührt der Lob für das, wie du bist. Danke dafür, dass wir heute hier sein dürfen und du da bist. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen und schon mal tief Luft holen. Natürlich mit Maske. Wir singen das erste gemeinsame Lied und es hat das Lob Gottes im Blick. Ich weiß, dass es die Liednummer 300 ist. Und es ist das Lied, stimmt zu Gottes Ehren, froh ein Loblied an.
willkommen. Vor mir die geöffnete Tür. Licht fällt warm auf mein Gesicht. Durch meine Unsicherheit hindurch spüre ich, es gilt auch für mich. Willkommen. Jesus Christus, mein ganzes Leben habe ich mitgebracht. Erinnerungen, die mich glücklich machen. Und solche, die ich am liebsten vergessen möchte, mich selbst bringe ich mit. Durch die geöffnete Tür fällt dein Licht auf mich. Ich muss nichts beweisen, nichts darstellen, nichts vorspielen. Ich muss nichts dafür tun, willkommen zu sein. Weil du, Jesus, alles getan hast, was ich Menschen und Gott schuldig bleibe, hast du schon längst bezahlt. Ich blicke mich um und sehe all die anderen, die mit mir eingeladen sind, die Unsicheren und die Mutigen, die Zweifelnden und die Glaubensgewissen, die mir Sympathischen und die anderen. Für alle hast du die Tür geöffnet. Ich will durch diese Tür gehen, heute und immer wieder. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Sollte ich je vergessen, dass diese Tür geöffnet ist für andere und für mich, dann hole mich zurück und erinnere mich an deine Liebe.
Er ist anders. Er ist anders. Deswegen sind sie gekommen. Deswegen haben sie sich auf den Weg gemacht, weil sie wussten, er heilt Kranke. Er begegnet Menschen. Sie waren von nah und von fern gekommen und nun waren sie da. Und Jesus, er hörte sie an und er lehrte sie. Er redete mit ihnen den ganzen Tag lang. Und mit dem Abend, da kam der Hunger. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Das war die einzig logische Antwort, die den Jüngern einfiel. Doch Jesus ist anders. Was dann geschah, das kennen wir als die Speisung der 5000. Aus 5 Broten und 2 Fischen machte Jesus genug, mehr als genug, für alle Kinder, Frauen und Männer. Mehr als genug. Die Speisung der 5000, sie steht vor dem Abschnitt, aus dem die Jahreslosung in diesem Jahr kommt. Und das Thema Brot, es wird mit der Speisung der 5000 eingeleitet und zieht sich durch. Das Thema Brot des Lebens, es ist der große Kontext, in dem unsere Jahreslosung steht. Und Auftakt ist die Not. Ist die Not des Menschen, die gekommen sind. Ist der Hunger. Es ist die Not des alltäglichen Lebens, der Jesus hier begegnet. Jesus, er wendet sich nicht ab. Er ist anders, so wie wir es im Lied gerade eben gehört haben. Er begegnet den Menschen in ihrer Not und begegnet ihnen weit darüber hinaus. Lauterbach, vorsichtig optimistisch. So titelte gestern das ZDF den Bericht zur Einschätzung der Corona-Lage. Vorsichtig optimistisch. Ist es das, wie du in das Jahr 2022 gehst? Oder ist da die Vorfreude auf das, was kommt? Denkst du vielleicht jetzt schon an die Gemeindefreizeit, die wir geplant haben? Vorfreude? An das Zirkusprojekt und du freust dich, dass der Vorhang endlich wieder zugeht? Und dann natürlich auf. Ist da Vorfreude, Spannung auf das, was kommt? Oder ist das eher dieses Gedrückte, die Last, die du aus dem letzten Jahr mitnimmst, hinein ins Neue und die dich maximal vorsichtig optimistisch stimmen lässt? Wenn das so ist, dann sage ich dir, Christus, Jesus Christus, er ist derselbe. Gestern, heute und morgen, er ist derselbe. Und er begegnet dir. Er will dir in deinem Alltag begegnen, in deiner Not. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus wendet sich dem Menschen zu. In der künstlerischen Darstellung der Jahreslosung, die ihr in Händen haltet oder die ihr hier vorne seht, sie ist von David Lehmann. Und David Lehmann, er stellt Jesus dar als den mit den geöffneten Händen.
den mit den geöffneten Armen, der sich eben nicht dann abwendet, nicht Menschen nach Hause schickt, sondern einlädt, ihnen begegnet, der da ist. Wenn es eng wird, denken wir ständig nur im Kreis. Stress und Sorgen fordern ihren Preis. Jeder kämpft für sich. Du bist anders. Du sitzt mit uns im selben Boot. Und du spürst die Angst, die in uns tobt. Du verlässt uns nicht. So heißt es, so hieß es in dem Lied zur Jahreslosung. Und hier in der Gemeinde, wir wollen das leben. Wir wollen da sein, die Augen nicht vor Not verschließen. Es wird gleich im Gottesdienst eine Zeit geben, wo wir ganz bewusst für Menschen beten, die in schwierigen Lebenssituationen sind. Maximal vorsichtig optimistisch. Aber das Angebot aus dem vergangenen Jahr, es gilt auch in diesem Jahr. Wenn du merkst, die Last, sie drückt mich runter. Ich brauche jemanden, mit dem ich das teilen kann. Dann melde dich. Pastor Wilhelm Freund, er ist da. Er hat ein offenes Ohr. Informier dich auf unserer Homepage oder sprich uns an. Es lohnt sich, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht vorwärts, mit jemandem zu sprechen. Das Bild der Jahreslosung, es wird geprägt von diesen offenen Armen. Diesen offenen Armen, die der Not entgegenstehen und nicht wegrennen. Und doch, es ist etwas, was diese Arme auch machen. Man könnte sagen, diese Arme, sie stoßen etwas auf. Was dahinter kommt, ist helles Licht, mehr. Da ist noch was, da ist mehr. Jesus bleibt nicht bei der praktischen Not der Menschen stehen. Die Brotvermehrung, das Wunder, das da geschah, es stand nicht für sich. Es war ein Bild für etwas viel Größeres. Im weiteren Verlauf des Gespräches von Jesus mit den Menschen, ein Tag später übrigens nach der Brotvermehrung, da fällt ein Satz, den wir vielleicht schon mal gehört haben. Jesus entgegnet: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nein, es ist kein Diät-Tipp am Anfang des Jahres. Es ist viel, viel mehr. Es ist die Aussicht auf echtes Qualitätsleben mit Ewigkeitsperspektive. Wenn du Hunger hast nach echtem Qualitätsleben mit Ewigkeitsperspektive, dann bist du in diesen offenen Armen genau richtig. Denn er ist es, der die Ewigkeit aufstößt und mit hineinnimmt in unseren Alltag. Echtes Qualitätsleben mit Ewigkeitsperspektive, das ist kein Lebensstil. Das ist nichts, was man einüben oder kaufen, sich aneignen kann. Echtes Leben mit Ewigkeitsperspektive, das finden wir, so sagt es Jesus selbst, in einer Person. Jesus selbst. Um ihn dreht es sich. Er ist der Fixstern, auf den es zugeht. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in der gesamten Bibel. An Jesus, da entscheidet es sich. Er gibt Leben mit echter Qualität. Wenn ihr euch die einzelnen Personen anguckt, dann werdet ihr sehen, dass nicht alle gleich sind. Manche schauen aufrecht, erwartungsvoll.
Andere haben den Blick eher gesenkt. Manche verschämt in der Hosentasche, vielleicht auch die Faust in der Hosentasche geschlossen. Die Menschen, die kommen, sie sind unterschiedlich. Und doch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So unterschiedlich wie sie sind, so unterschiedlich sind sie willkommen. Du bist willkommen und du bist gewollt. Du bist gewollt und nichts, aber auch gar nichts kann die offenen Arme und das Angebot der Lebensqualität, die Jesus schenken will, hindern. Ich weiß, dass mit den Lebensjahren Sätze in unseren Alltag, in unser Leben kommen, die uns prägen. Und manche sind gut, manche machen Mut, manche stärken und richten auf. Und dann gibt es Sätze, die drücken herunter. Sätze wie, nur wenn du Leistung bringst, bist du richtig. Du bist nicht genug. Ich wollte dich gar nicht. Oder was auch immer das für Sätze sind, die da sind. Sie stehen im krassen Kontrast zu dem, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du bist willkommen. Du bist gewollt. Glaubst du das? Die Einladung, sie steht auch in diesem Jahr da. Und vielleicht hast du sie schon viele, viele, viele Male gehört. Und vielleicht hörst du sie gerade heute zum ersten Mal. Wie auch immer und wann auch immer, du bist willkommen bei Gott. In Jesus öffnet Gott seine Arme, begegnet der Not und weist weit darüber hinaus. Er schenkt Leben mit Ewigkeitscharakter. Denn das ist, was Gott möchte. Und wir lesen es unter anderem im 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das gilt heute und das gilt in Ewigkeit. Du bist willkommen. Und so wie ich vergesse, dass wir 2022 haben, vielleicht geht es dir auch so. Nein, ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, es gibt Dinge, die vergisst man leicht. Und manchmal sind es die wesentlichen Dinge, die man leicht vergisst. Dass du willkommen bist, dass du gewollt bist. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und deswegen ist diese Karte kein Platzhalter auf deinem Stuhl, sondern eine Erinnerung daran, dass du willkommen bist, so wie du bist. Häng sie dir zu Hause auf, lege sie dir als Lesezeichen in deinen Roman oder was auch immer du täglich in der Hand hast. Und auch wir in der Gemeinde, wir brauchen diese Erinnerung und deswegen das Bild. Es wird im Foyer hängen, weil wir als Gemeinde es brauchen, diese tägliche Erinnerung, jedes Mal neu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann, wenn du diese Karte siehst oder vielleicht das Plakat, dann nutze es als Auftakt, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Danke ihm dafür, dass du willkommen bist, dass er dich nicht abweist, dass du gewollt bist, dass er alles getan hat, dass dein Leben Ewigkeitscharakter haben kann. Nutze es aber auch, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen, wenn du dich alles andere als willkommen bei ihm fühlst. Dann sprich mit ihm, rede mit ihm,
Er ist da. Wir wissen nicht, was die einzelnen Personen auf dem Bild denken. Es ist alles Interpretation eines Bildes. Nehmen Sie diese willkommenen Arme an oder hören Sie es sich an und gehen. Die Verse, die nach unserer Jahreslosung im Johannesevangelium kommen, sie sprechen davon, dass Jesus das Bild des Brotes weiter ausweitet, verdichtet, vertieft. Und dieses Vertiefen, es führt zu Spaltung. Es führt dazu, dass Menschen sagen, das ist mir zu viel. Ich kann und will es nicht glauben. Es sprengt meinen Horizont. So weit, dass Nachfolger von Jesus, Jünger, Männer und Frauen, die mit ihm unterwegs waren, ihn erlebten, sagten, ich gehe. So weit, dass Jesus seine engsten Freunde und Jünger, seine Schüler fragt, was ist mit dir, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Die Antwort von Petrus, sie ist es, die dem entgegensteht. Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wir glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Es ist das Bekenntnis des Petrus. Bei dir finden wir Leben mit Ewigkeitscharakter, Leben mit Qualität. Heute in diesem Gottesdienst wollen wir Abendmahl feiern. Bekenntnisabendmahl. Bekenntnisabendmahl, das meint, wir reichen dir das Brot nicht an den Platz und den Wein, beziehungsweise den Traubensaft, sondern wir machen uns auf. Und in diesem Aufgehen, da drücken wir dieses Bekenntnis aus, dieses Bekenntnis, ja, du bist der, der Lebensqualität gibt, der den Weg zum Vater freigemacht hat. Du bist derjenige, um den es geht. Du bist der, der mich nicht hinausstößt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch im Jahr 2022 bedeutet es, Jesus ist anders. Er wendet sich nicht von dir und deiner Not ab, sondern er breitet helfend seine Arme aus. Jesus, er ist der Dreh- und Angelpunkt. Durch Jesus will Gott dir echtes Qualitätsleben mit Ewigkeitsperspektive schenken. Und Jesus lädt dich und mich ein, täglich neu zu ihm zu kommen, das Leben ganz praktisch mit ihm zu teilen, ihm zu vertrauen und zu erleben, du bist willkommen, jetzt und in Ewigkeit. Glaubst du das? Ist das schon deine Lebensqualität? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Wir singen ein Lied, das auch Lebensqualität als Thema hat. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dieses Versprechen hast du dich nicht verschont, denn du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle. Die Fülle ist bei dir. Du gibst das Leben in allen Krisen
unabhängig von den Situationen, das sich wirklich lohnt. Das Bekenntnisabendmahl. Und du bist eingeladen, nach vorne zu kommen. Wir werden das nacheinander machen. Normalerweise stehen wir im Kreis und da müssen wir diesmal ein klein wenig aufpassen, dass wir den Abstand gut einhalten können. Bitte denk dran, wenn ihr nach vorne kommt und schaut, wie viele Personen hier vorne schon stehen. Wir haben Zeit. Dementsprechend brauchen wir uns nicht zu beeilen. Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Da darf das Abendmahl auch mal länger dauern.
Ich lese uns zu Beginn die Einsetzungsworte aus dem, aus dem 1. Korinther. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot, dankte Gott, brach es und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet ist. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Er kommt wieder. Ich danke Gott für das Abendmahl, für Brot und Kelch, für diese Zeichen, mit denen er uns sinnlich spüren lässt, wie gut er ist. Und wenn du magst, darfst du gerne dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir für Brot und für Wein, für Brot und für Traubensaft. Wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der es gestiftet hat, der es geschenkt hat. Danke dafür, dass es weit über das Materielle hinausreicht, dass es uns erinnert, wie groß und wie herrlich du bist, was du für uns getan hast, dass du wiederkommst, dass wir als deine Kinder gemeinsam feiern dürfen, dass du da bist, dass du groß bist und dass du Leben mit Ewigkeitsperspektive gibst. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen als Auftakt in dieses Jahr. Segne es an uns und wir danken dir dafür. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ihr Lieben im Stream, wir hätten euch gerne hier. Und das funktioniert jetzt aber nicht. Uns ist es wichtig, dass diejenigen, die im Gottesdienst da sind, eine gewisse, nicht so eine Medienpräsenz haben. Dementsprechend wird es so sein, dass andere Bilder eingeblendet sind. Aber fühlt euch mit hineingenommen und nehmt auch ihr das Abendmahl für euch ein. Ihr habt die Möglichkeit, die Verse, die Jahreslosung im Rahmen aus dem Johannesevangelium für euch zu lesen. Nochmal drüber nachzudenken, was bedeutet es in meinem Leben, dass ich willkommen bin. Wir werden begleitet von Nicola am Klavier und auch später an der Orgel. Ihr werdet also hören am Klavier. Ihr werdet also hören, es geht hier weiter. Und sobald wir dann wieder den gemeinsamen Teil haben, werdet ihr natürlich dazu geschaltet. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Und dass auch ihr erlebt, Gott ist da, mit da, wo du bist. Und wir hier, das ist immer komisch im Hybriden, ne? Da redet man in der Kamera. Aber das Gute ist, wir sind hier miteinander verbunden. Und wir dürfen das jetzt machen. Wir dürfen Abendmahl feiern miteinander hier vor Ort. Denkt bitte an den Abstand. Und während Nicola langsam anfängt zu spielen, dürfen die Ersten kommen. Bitte behaltet auf dem Weg eure Masken auf, denkt an den Abstand und natürlich zum Abendmahl dürft ihr es abnehmen.
Johannes 10, der Vers 9. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.
Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was für eine Hoffnung. Du bist willkommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist Grund zur Dankbarkeit. O Gott, seid gelobt für die Liebe im Sohn. Lass uns das Lied gemeinsam singen. Und allen im Stream herzlich willkommen zurück. Für Menschen, denen es gerade nicht gut geht, aber auch für dich und für mich, die vielleicht verhalten optimistisch oder optimistisch ins Jahr 2022 schauen. Für uns möchte ich beten um Gottes Segen, seine Führung, seine Leitung. Und wir schließen das Gebet mit dem Vater Unser, das weltumspannend Menschen miteinander verbindet. Ich bete und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt schon dazu aufstehen. Dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass dein Angebot auch 2022 gilt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir bitten dich, dass gerade dieses Willkommen ganz laut in unseren Zeiten dröhnt. Dass es wie ein Glockenschlag ist, der nachhallt. Nachhallt in unseren Herzen, dass wir willkommen sind bei dir. Dass er nachhallt gerade bei den Menschen, die alleine sind, die merken, dass sie nicht so, wie sie es gerne wollen, am Leben teilhaben können. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die erkrankt sind, dass du sie tröstest und ihnen beistehst. Wir bitten dich für denen, die einsam sind, die sich alleine fühlen. Sei du ihnen nahe. Lass sie diese Gewissheit immer wieder neu ins Herz legen. Oder leg du sie ihnen ins Herz, dass sie nicht allein sind, dass du gegenwärtig bist. Vater, wir bitten dich für Familien hier im Grindelviertel, für die Familien in der Gemeinde, die Kinder, die geboren werden in diesem Jahr. Wir bitten dich, segne du die Familien. Bewahre sie, schütze du sie. Schenke den Eltern Weisheit und Liebe und Geduld für ihre Kinder. Hilf den Kindern, dass sie sich in dieser Welt zurechtfinden und Hilfe von Menschen annehmen. Wir bitten dich darum, dass Familien dich kennenlernen. Vater, wir bitten dich für die Ehen in unserer Gemeinde, für Partnerschaften in unserer Gemeinde und darüber hinaus, dass du sie prägst, dass du es bist, auf den die Partner sich ausrichten. Wir bitten dich darum, dass du derjenige bist, der begleitet und der hilft, der immer wieder neue Liebe schenkt, wo Liebe erkaltet. Vater, wir bitten dich für die Singles,
für Alleinstehende, dass du immer wieder dieses Wissen in sie hineinpflanzt, in uns hineinpflanzt. Wir sind wert. Und dass wir wissen, dass du es bist, der uns Wert schenkt und der uns mit hineinnimmt in eine Gemeinschaft. Vater, wir bringen dir die Regierung, bitten dich um gute und weise Entscheidungen, bitten dich für Frieden auf der Welt und dass wir uns als Menschen, die in einem reichen Land leben, nicht vor der Not im eigenen und in anderen Ländern verschließen. Hilf uns weise umzugehen in diesem Jahr. Danke, dass du uns willkommen heißt. Danke, dass wir gemeinsam beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und ich freue mich, dass ich Einladungen aussprechen darf. Nächste Woche um 10.30 Uhr zum Gottesdienst hier in der Onkengemeinde mit Pastor Wilhelm Freund. Herzliche Einladung dazu. Und dann hat uns eine Einladung ereilt zum Martin Luther King Tag am 17. Montag, den 17. Januar ins Forum Hafen City. Herzliche Einladung dort. Alle Infos findet ihr auf dem Flyer. Ich lege ihn gleich unten im Foyer aus. Das war's schon. Das ging ja wahnsinnig schnell. Man merkt, es sind noch Ferien bei den Kindern. Aber das Bibelgespräch, es geht wieder los. Richtig, Harry? Harry nickt. Das Bibelgespräch geht wieder los. Herzliche Einladung am Donnerstag um 15 Uhr dabei zu sein. Wir sammeln die Kollekte. Wir sammeln die Kollekte für den Haushalt der Gemeinde, für und die Renovierung in unserem Gebäude, für die Arbeiten, die entstehen, dafür, dass wir es warm haben dürfen, dass wir Technik haben. All das Ganze darf und muss finanziert werden. Danke für euch und das, was ihr gebt. Ein Segenslied, das wollen wir gemeinsam singen. Shalom, Shalom. Ich lade euch ein, danach zum Segen aufzustehen. Wir singen das Lied, begleitet von Nicola. Thank you.
nimmt viel mehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der uns geschaffen hat und der uns durch Jesus Christus sein Willkommen zuruft. Es segne uns Jesus Christus, der Sohn, der das Leben gibt, das Leben in Fülle. Es segne uns der Heilige Geist, der in uns lebt und Gott in uns groß macht. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr dürft euch noch mal setzen. Euch an den Bildschirmen wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag. Wir hören noch das Postludium. Wir hier bleiben noch für gemeindeinterne Ansagen. Einen schönen Tag euch.